Nachdem das letzte Video doch sehr anspruchsvoll war, wollen wir in diesem Video ein etwas leichteres Thema bearbeiten. Nämlich, wir wollen uns einen typischen Fehler bei den Wurzelrechenregeln ansehen. Dazu habe ich euch einerseits hier nochmal die Wurzelrechenregeln hingegeben. Das heißt, wir dürfen die nte Wurzel aus a mal b auseinanderziehen und haben dann die nte Wurzel aus a mal der nten Wurzel aus b. Dies gilt nur bei der Multiplikation. Und der typische Fehler ist jetzt, dass man dasselbe bei der Addition macht. Aber diese Gleichheit gilt nicht im Allgemeinen. Das ist leider nicht gültig. Sondern es gilt nämlich, dass das ungleich ist. Wir dürfen nicht die Addition bei einer Wurzel auseinanderziehen, so wie die Multiplikation. Das ist ein sehr typischer Fehler. Und falls ihr mir das jetzt nicht glaubt, bleibt einfach dran. Wir schauen uns jetzt gemeinsam die entsprechende Erklärung dazu an. Dazu betrachten wir dieses Fenster, keine Rechenregeln für Wurzeln. Als erstes würde ich euch gleich bitten, auf Pause zu drücken und die beiden Terme auszurechnen. Drücke dazu jetzt auf Pause. Okay, sehen wir es uns gemeinsam an. Also bei der Wurzel aus 16 plus 9 haben wir natürlich die Wurzel aus 25 und das ist 5. Und bei der Wurzel aus 16 plus der Wurzel aus 9 haben wir 4 plus 3 und das ist 7. Somit gilt die Gleichheit im Allgemeinen eben nicht. Also gilt im Allgemeinen die Ungleichheit der beiden Terme. Aber findest du Zahlen, für die die Gleichheit gilt? Drück dazu auf Pause und überleg's dir. Okay, sehen wir es uns gemeinsam an. Hier siehst du einmal die Definition des Zusammenhangs. Also wir haben a hoch m dividiert durch n ist die nte Wurzel aus a hoch m. Und das gilt eben für a größer gleich 0, m n Element z und n größer gleich 1. Und dieses größer gleich 1 habe ich jetzt gleich ausgenutzt, indem ich nämlich n gleich 1 gesetzt habe. Und für n gleich 1 können wir dann zwei beliebige Zahlen wählen, nämlich a gleich 5 zum Beispiel und b gleich 3. Und wir erhalten die Gleichheit, weil die erste Wurzel aus einer Zahl ist einfach die Zahl wieder. Und somit haben wir dann die erste Wurzel aus 5 plus 3 und das ist 8. Und genauso dann auch 5 plus 3 und das ist auch 8. In diesem Video haben wir also gesehen, dass im Allgemeinen gilt, dass die nte Wurzel aus a plus b ungleich der nten Wurzel aus a plus der nten Wurzel aus b ist und es wirklich nur in Sonderfällen gleich sein kann, wenn man eben dieses n geschickt wählt. Aber nochmal zur Wiederholung, da es ganz wichtig ist und einer der häufigsten Fehler beim Arbeiten mit Wurzeln im Allgemeinen gilt eben, dass die ungleich sind. Ich hoffe, du hast viel gelernt. Bis zum nächsten Video.